Wir berichten live aus der Mii-Präfektur im Süden der japanischen Insel Honshu, wo ein Rennen stattfindet, bei dem im Laufe der Jahre viele Titelentscheidungen gefallen sind. Einige waren klar, andere extrem umstritten, aber alle haben dazu beigetragen, dass der große Preis von Japan aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken ist. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir über Becker. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Sie haben es geschafft, Fehler zu vermeiden und legen ein gutes Tempo vor. Bisher war das eine wirklich gute Saison. Aber ob sie es schaffen, weiterhin so gute Leistungen zu bringen, wird sich erst noch zeigen müssen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Albon, Bottas, Lando Norris und Schumacher, Becker, Ocon, Ricciardo und Lance Stroll, Leclerc, Gasly, Carlos Sainz und Kvyat, Magnussen, Perez, George Russell und Nobuharu Matsushita, De Vries, Giovinazzi, Hubert und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Thank you.
Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Das muss Lando Norris sein, oder? Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.